Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die Wittigheim Steelers. Ich grüße unser Gästetrainer Kevin Gaudet, unser Trainer Stan Travnicek, Sie, liebe Vertreter der Presse und Gäste im WIPAM. Kevin, deine Meinung zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Genau, wir wissen, dass die erste Torwart von Garmisch ist verletzt und es ist nie einfach für die zweite Goalie im Tor zu kommen. Und genau, die zwei ersten Schüsse war Tor und ich habe gemerkt, in dieser Liga, man spielt besser auswärts als zu Hause manchmal, weil die Druck ist so groß, natürlich zu Hause zu gewinnen. Und wir sind eigentlich eine bessere Auswärtsmannschaft als eine Heimmannschaft. Und wir haben auch gewusst, was das ist. Das erste Tor, Schapazier zu verlieren für 8 Wochen, es ist nicht einfach für die zweite Goalie. Und ja, nach 2-0, wir haben sehr konsequent gespielt und ja, ich bin einfach froh, wir haben das Spiel gewonnen. Dankeschön. Danke, Kevin. Bravo, deine Meinung zum Spiel. Naja, schwierige Worte suchen. Ich denke, das war nicht unser Tag, aber das war die Folge von Dresden. Wir sind klar im ersten Drittel, ja, 5-0, dann haben wir nur gekämpft, aber hat das nicht gereicht und ja, schwierig etwas zu sagen zum Spiel. Leider hat das nicht geklappt. Wir müssen weiter Kopf hoch und weiter versuchen arbeiten und weiter nach vorne schauen. Danke, Drago. Fragen der Presse. Was genau hat der HT? Grippe. Für Daniel einfach unglücklicher gewesen, oder? Ein paar Worte zum Daniel Luba. Also ich finde, wenn man am Boden liegt, sollte man nicht doch einfach nachfragen, sollte man einfach Ruhe geben. Und der Daniel hat das eine oder andere Problem, was auch der eine oder andere weiß. Und deswegen sollte man da einfach, er ist in einer schwierigen Situation und da braucht er einfach Unterstützung. Von allen, auch von der Presse. Hannover hat auch verloren, also von der Konstellation hat sich nichts geändert am Wochenende, oder? Wie sieht man die Situation jetzt? Auch das beantworte ich gerne. Es hat sich schon was geändert, wir haben nicht aufgeholt und für uns haben sie die Playoffs erledigt. Klipp und klar, die Mannschaft wird sie die nächsten 9 Spiele konsequent auf die Abstiegsrunde vorbereiten. Das ist für uns auch überhaupt kein Problem, weil wir als Ziel ausgegeben haben Klassenerhalt. Und wir haben bis 9 Tage vor oder 9 Spieltage vor Schluss um die Playoffs mitgespielt und haben uns jetzt erst verabschiedet. Und das ist aller Ehren wert. Und jetzt werden wir 9 Spiele uns richtig vorbereiten und das ist uns auch ein bisschen lieber als vielleicht erst am letzten Wochenende, wenn man dann unglücklich ausscheidet oder nicht um die Playoffs mitspielt. Und eins kann ich versprechen, die Mannschaft wird zur Abstiegsrunde topfit sein, top motiviert sein, bei Null anfangen und zeigen, was in ihr steckt. Au! Danke, Flori. Ja. Weitere Fragen? Okay, bedanke ich mich. Euch noch viel Glück. Ihr habt das Ziel weiter ausgegeben, Playoff. Doch, lass es stehen. Passt ja, schon. Passt schon. Ich glaube immer, man muss arbeiten, bis die Punkte nicht mehr nötig sind. Es ist besser, positiv zu bleiben als negativ. Meine Meinung. Natürlich, das ist sehr schwer, aber wir werden kämpfen. Okay. Aber wir sind auch positiv, weil, wie gesagt, wir auch andere Ziele hatten. Danke, schönes Wochenende, gut nach Hause. Gehen.